Hi, ich bin der Günther. Ich hab die Webcam-Scheiße, Eich. Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Hörbude. Willkommen zur offiziellen, einzig wahr. Ich mache heute eine super Heavy-Tier-List für Smash Bros. Ultimate, für die mich jeder hassen wird, halt Small Windows. Digga, ich hab noch nie ein Video so professionell begonnen. Ich riech jetzt schon, dass ich meine tollen Fails am Anfang rausschneiden werde. Bei mir jetzt schon mal das Tier des... es keiner braucht, das in dem alle Charaktere drin sind, die keine Super-Heavies sind. Und weiter unten haben wir die Super-Heavies. Ganondorf, King K. Rool, Dedede, Donkey Kong, Fuegro, Bowser und Glurak. Und diese sieben Charaktere werde ich heute für mich ranken und euch erklären, warum. Und ihr seht schon, wir haben hier nur Low-Tier, Low, Mid-Tier, Mid-Tier und High-Tier, weil mehr brauchen wir nicht für Super-Heavies, meiner Meinung nach. Und kümmern wir uns um die eindeutigen Fälle sofort. Scheiße, wie kriege ich das jetzt besser hoch? Hilfe, ich habe gerade Probleme. Jetzt habe ich Bowser hier mal abgelegt. Das ist gerade ein bisschen ranzig, aber Bowser High-Tier ein bisschen verdeckt. Keine Frage, mit Abstand der beste Super-Heavy. Und auch keine Frage, zack, Ganondorf, Low-Tier, der schlechteste Super-Heavy. Würden sich vielleicht noch ein, zwei Leute streiten, aber Ganondorf gehört zu den schlechtesten Charakteren im Game. Da gibt's nicht viel Diskussion für mich. Zusammen mit so Dr. Mario und Little Mac, wahrscheinlich unter den schlechtesten drei. Dementsprechend... Low- und High-Tier bekommen auch keine anderen Vertreter mehr. Allgemein im ganzen Spiel würde ich behaupten, gibt es vielleicht vier Low-Tier-Charaktere. Und da würde ich sagen, eben Ganondorf, Little Mac, Dr. Mario und Lucario. Lucario sagen immer viele, ist guter Potenzial. Ich sehe das nicht. Ich bin wirklich der Meinung, dass Lucario ein sehr schlechter Charakter ist. Exakt. Einen sehr schlechten Charakter gibt's in Ultimate einfach nicht. Deswegen gibt's auch kein Bottom-Tier. Aber fangen wir mal an. 5 Super-Heavies fehlen noch. Welchen davon finde ich wie gut? Innerhalb der Tiers werde ich's auch sortieren. So. Tier. Ich gehe ja schon. Ah ne, ihr braucht mich fürs Video. So, und zwar beginnen wir mit... Glurak. Ich arbeite die Liste, die ich da habe, einfach rückwärts durch. Andererseits, wenn ich es überlege, ich überlege, ob ich die Tierbezeichnung vielleicht ändere, weil ich finde ehrlich gesagt Low-Mid-Tier, obwohl doch, Low-Mid-Tier, ich muss aber noch eine Reihe drüber adden, denn es gibt meiner Meinung nach dann auf jeden Fall noch ein High mit. So. Glurak, würde ich sagen, ist im Mid-Tier. An sich, er kann schon was ausrichten. Gerade die Back-Air und der F-Tilt sind fucking stark. Aber letztendlich muss man halt sagen, vor allem vertikal ist die Recovery von ihm nicht wirklich gut. Und er funktioniert halt nicht wirklich ohne die anderen beiden Pokémon des Trainers. Dementsprechend, er ist nicht schlecht, aber ich finde ihn unter den Super-Heavies noch so mit den schlechtesten fast. Ins Mid-Tier würde ich Glurak setzen. Ich weiß übrigens schon, dass sich hier in den Kommentaren sehr viel diskutieren muss. Ich sag ja schon, ihr werdet mich alle hassen für die Liste. Der, für den ich mich jetzt aber entschieden habe, doch noch das Low-Mid-Tier. Obwohl, ich überlege gerade. Ich schwanke gerade zwischen Dedede und Fuegro. Die sind beide meiner Meinung nach nämlich vielleicht noch eine Ecke, oder? Fuegro ist meiner Meinung nach nur ein Low-Mid-Tier-Charakter. Er hat Stuff, muss, wie jeder Charakter. Und vor allem mit Revenge kann er super schnell Comebacks machen. Aber er ist viel zu langsam. Der langsamste Charakter im Spiel,
kann man so gut outcampen, hat sehr viele, sehr predictable Moves und ist dementsprechend einfach nicht so gut unter den Super-Heavies, meiner Meinung nach. Und die habe ich gerade sehr überlegt, würde ich aber, den lege ich nur kurz hier ab fürs Hochscrollen, den würde ich ins Mid-Tier setzen über Glurak. Denn die hat auch die ein oder andere Schwäche, hat schon einige Buffs bekommen. Wobei ich bei ihm sagen muss, ich habe von den Buffs noch nicht so viel gesehen, dass die ihn wirklich krasser machen. Sein Up-Tilt ist ein wirklich guter Kill-Move, da kann man nichts gegen sagen. Sein Up-Tilt ist ein wirklich, wirklich stabiler Move. Gordo ist wirklich so ein Alles-oder-Nichts-Projektil. Entweder zerstört man damit den Gegner oder sich selbst. Aerials sind so ziemlich die größte Stärke von DDD. Viel Speed hat er nicht. Viele seiner Kill-Moves wie so F-Smash und Dash-Attack haben unfassbar viel Endlag. Gerade der F-Smash, okay, weniger Endlag als Start-Up. Sehr, sehr langsame Moves. Letztendlich setze ich ihn hier eben so ins Mittelfeld der Super-Heavies. Und ich weiß schon, dass viele allein jetzt schon sagen, dass hier vor allem K-Rool, habe ich schon oft gehört, setzen Leute tatsächlich noch irgendwie hier low mit hier unter Fuegro. Aber erstmal Donkey Kong. Donkey Kong ist ein Charakter, der, habe ich das Gefühl, einen ziemlichen Aufstieg erlebt in letzter Zeit. Gerade durch Spieler wie Chunky Kong, den vermutlich besten Wi-Fi-Donkey Kong, würde ich jetzt behaupten. Donkey Kong ist einfach ein Alles-oder-Nichts-Charakter. Man hat komplett explosive Kombos. Wenn man einen Hit landet, kann man den Gegner daraus gefühlt komplett auseinandernehmen. Vier Spikes, die teilweise hier auf 20 töten können. Einfach unfassbare offensive Kraft. Dafür hat Donkey Kong gleichzeitig eine wirklich schwache Recovery, was bei Fuegro auch noch ein Punkt ist. Sie ist nicht so schwach wie bei Donkey Kong bei ihm, aber auch nicht gut. Und deswegen, Donkey Kong hat halt wirklich den Punkt. Er ist ein Alles-oder-Nichts-Charakter. Seine Recovery ist nicht wirklich gut und sein Disadvantage-State ist einer der schlechtesten im Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn er halt zum Zug kommt, dann zerstört er den Gegner auch komplett. Er kann allerdings vor allem mit Projektilen ein bisschen strugglen, was auch bei Fuegro ein Problem ist. DDD kann durch sein Einsaugen da ganz gut gegen ankommen und Glurak kann auch Probleme haben. Und von Gendorf reden wir nicht. Der hat Probleme, ich rede jetzt auch nochmal kurz über den, der hat Probleme mit Speed, kommt schlecht gegen Projektile an, hat eine der schlechtesten Recoveries im Spiel und wirklich schlechte Frame-Data. Seine Moves machen sau viel Schaden. Seine Neutral Air ist einer der besten Moves im Game, meiner Meinung nach. Aber es ist einer der besten Moves im Game auf einem ansonsten wirklich nicht guten Charakter. Für Amiibo oder Casual oder zum Spielspaß ist Gendorf immer ein geiler Charakter. Aber Competitive ist er einfach nicht der Stärkste. Wobei Gendorf gegen nicht ganz trainierte Spieler halt oft den guten positiven Effekt, gut und positiv ist dasselbe, hat, dass er fucking scary ist. Der ist so fucking scary. Weil man einfach ab 30% hat man Angst. Ein Hit irgendwie Down Air oder F-Smash und man ist weg. Deswegen hat man so ein bisschen den Druck und gleichzeitig auch die Mentalität, es ist der schlechteste Charakter im Spiel für viele. Und auf jeden Fall einer der schlechtesten für so ziemlich alle. Und gegen den Verlieren ist dann halt fürs Mindset noch so eine Sache. Und dadurch verliert man erst recht. Ich rede dann auch noch kurz über Bowser, bevor K-Rool als letztes kommt, über den ich halt auch viel sagen kann, wie ihr wissen solltet. Bowser. Sehr schnell, saugute Aerials, viel Killpower. Up B out of Shield reden wir nicht drüber. Neutral B reden wir nicht drüber. WTF hat man sich da gedacht.
Recovery ist wohl seine größte Schwäche, so ziemlich. Er ist natürlich auch, das ist aber ein Punkt, den erwähne ich gar nicht, wir reden hier über Super-Heavies, die sind alle Combo-Futter. Und ja, Bowser halt relativ deutlich der beste Super-Heavy. Frame 6 Command Grab, der tötet. Sehr krasser Charakter, muss man sagen. Hat auch noch Throw-Kombos, nicht so krass wie in Smash 4, aber trotzdem hat Bowser einfach viel. Und damit kommen wir zu King K. Rool, den viele, wie gesagt, nicht als kein Super-Heavy einordnen würden, sondern so in die Richtung. Wobei ich aber sagen muss, vielleicht liegt es daran, dass ich den Charakter spiele, aber für mich ist King K. Rool der zweitbeste Super-Heavy. Weil, ja, K. Rool hat natürlich noch einige Probleme. Combo-Opfer, dies, das. Ich meine, Super-Heavy habe ich gerade schon erwähnt. Seine Recovery ist sehr exploitable. Man kann einiges gegen machen. Aber gerade im Vergleich zu den anderen Super-Heavys dieser Liste, man kann die Recovery ganz gut edgeguarden. Aber anders als mit Donkey Kong. Zum Beispiel, Donkey Kongs Recovery kann man auch gut edgeguarden. Und man kommt auch, wenn man nicht geguardet wird, oft nicht zurück, weil sie nicht weit geht. Genauso mit Ganondorf. Glurak kommt's drauf an. Wenn er eben low ist, dann kommt man mit ihm auch kaum hoch. K. Rool hat eine ziemlich exploitable Recovery, die aber zumindest einiges an Reichweite zurücklegt. Das ist so eine der Sachen. Ich sag's auch, wie es ist. Wenn K. Rool auf seiner Recovery Super Armor bekommen würde, würde ich ihn wahrscheinlich sogar sagen Low High Tier. Weil diese Recovery ist gerade in Matchups wie Peach, Sonic, Pac-Man eine der schlechtesten Sachen des Charakters. Ich finde, K. Rool hat echt viel Stuff, das ein bisschen underrated ist. Er ist ein Heavy-Character mit stabilen Projektilen. Allgemein Heavy, Super-Heavy-Charaktere. Was haben wir da für Projektile? Wir haben Bowser Neutral B, was man aber nicht als so krasses Projektil an sich zählen kann. Und Dedede's Gordos. Wobei die Gordos, wie ich vorhin schon gesagt habe, wirklich sehr riskant sind. K. Rool hat mit der Kanone und der Krone relativ langsame Projektile, die allerdings Kombo-Potenzial haben. Die Kanone dann auch noch mit der Neutral B, dem Einsaugen. Command Grab, der Gegner gut erwischen kann, wenn man ihn sinnvoll benutzt. Super Armor, vor allem in der Neutral Air, kann im Disadvantage einem gut weiterhelfen. Gegen Projektile hat man die Krone, die eine unfassbar hohe Priorität gegenüber anderen Projektilen hat und sie damit gut cancelt. Man hat einen ziemlich starken Konter, der auch reflektieren kann. Eben verschiedene Super Armor. Macht viel Damage. Attacken wie Back Air können einfach unfassbar früh töten, auch on stage. Jetzt mal im Ernst, trefft an der Ledge irgendwie nicht so heavy Character. Auf 60 eine Back Airs, während der Gegner on stage ist, der krepiert. Der hat dann keinen Bock mehr, der ist ganz schnell weg. Down Smash ist eine Attacke von K. Rool, die natürlich viel Leck hat. Aber wenn man einmal einen Gegner damit off guard erwischt, 20%, wenn K. Rool ein bisschen Rage hat, und der Stock ist einfach weg. Dash Attack, also man muss aufpassen mit K. Rool. Da viele K. Rools und oft auch ich einen sehr predictable Playstyle haben und zum Beispiel oft versuchen, wenn Ken Ball gerade quer fliegt, versuchen einfach eine Dash Attack zu machen und den Gegner reinzuhauen. Da muss man ein bisschen adapten und auch andere Dinge machen. Aber ich bin der Meinung, dass K. Rool der zweitbeste Super Heavy ist. Er hat nicht viele True Combos, aber er kann gut defensiv spielen, relativ guten Schaden machen und wenn er mal reinkommt, dann kann er trotzdem gutes Zeug machen. Solche Kill Confirms auch, wie Crown into Back Air into Up Air,
die schon ziemlich früh töten können und die man relativ einfach lernen kann, machen das Ganze auch nochmal besser. Was kann ich sonst über K-Rool noch sagen? Ich denke, nicht viel. Vielleicht hier nochmal, nichts mehr würde ich sagen. Das ist meine Super Heavy Tierlist von Super Smash Bros. Ultimate. Vielleicht mache ich beim nächsten Balance Patch, das wäre dann 11.0, glaube ich. Beim nächsten Balance Patch mache ich vielleicht eine Tierlist mit allen Charakteren, meiner Meinung nach, abzüglich Echo Fighter. Aber ich bin der Meinung, ihr könnt in den Kommentaren gerne schreiben, was eure Meinung ist. Aber das hier ist meine Super Heavy Tierlist. Ich bin auch eben echt der Meinung, würde K-Rool entweder mehr Airspeed bekommen oder Super Armor of the Recovery, dann wäre er ein High-Tier-Character, Low-High-Tier. Er ist meiner Meinung nach ein echt stabiler und scary Character, der wirklich einiges anrichten kann. Vor allem der Unterschied zu Dedede, der Hauptunterschied zwischen den beiden. Ich würde sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Game waren die beiden schon sehr even letztendlich. Aber die Buffs, die K-Rool bekommen hat, haben deutlich mehr gebracht. Gerade sein Backthrow. Sein Backthrow ist meiner Meinung nach der beste Buff, den K-Rool je bekommen hat. Das ist ein richtig guter Killthrow inzwischen. Auf 100 an der Ledge kann das definitiv töten. Und selbst wenn es nicht tötet, hat das einen Winkel, der schon sehr ekelhaft sein kann, für viele Charaktere zu recovern. Man hat einige gute Edgeguarding-Optionen. Die Dash-Attack, auch ein sehr starker Move, gut gebufft. Die Super-Armor, die bei der Krone da verstärkt wurde, sehr gute Sache. Dass die Neutral Bee schneller ausschießt, wirkt vielleicht für viele nicht so krass, aber ich finde das schon eine ziemlich starke Änderung, muss ich sagen. Das ist der Unterschied. K-Rool und Dedede waren mal ziemlich even, aber die Buffs, die K-Rool bekommen hat, haben ihn ein gutes Stück über Dedede hinausgehoben. Ihr könnt mir zustimmen, ihr könnt mir widersprechen. Das ist eure Sache, solange ihr es sachlich tut. Das war's mit meiner Super Heavy Tierlist. Ist doch noch länger geworden als gedacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bei irgendeinem anderen Video. Bis dann und ciao. Ach, und das will ich noch kurz mal anmerken. Nicht zur Tierlist, aber auch meine Smash Bros. Videos werden sich bald ein gutes Stück verändern, wenn alles klappt. Was genau ich meine, werdet ihr sehen. Also, Like und oder Abo, falls ich es noch nicht gesagt habe, was ich wahrscheinlich schon habe. Aber man kann es nie oft genug sagen. Wir sehen uns. Bis bald.